Whiskey Jason hier aus der Sicht eines Amerikaners. Guck mal, was ich hier habe. Springbank Society, Long Row, 20 Years. 20 Jahre alte Single Malt Scotch Whiskey. So, wir hatten sechs Refill Bourbon Barrels, die alle in Oktober dann 2001 destilliert wurden und alle abgefüllt wurden im August 2022. 20 Jahre alt. Da fehlten nur 2 Monate, um 21 Jahre alt zu sein. Es gab Leute, die auf der Campbelltown Whiskey Festival waren und denen wurden versprochen, dass das sozusagen ein 21er werden sollte, ist 29er geworden. 1488 Flaschen bei. Hier haben wir tatsächlich 47,9%. Bottle Code 22-158. Ja? So, nun, erste Frage. Ist das Fassstärke? Steht nicht drauf. Warum fragst du das? Denn wenn man anfängt, die Mathematik ein bisschen zu machen, 1488 Flaschen aus denn dort tatsächlich sechs Bourbon Barrels, nicht Hogsheads, Bourbon Barrels, dann kommt man auf eine Angel Share von ja, 1, etwas Prozent im Jahr, was ein bisschen wenig wäre, auch in der Dunnage Warehouse, den ich im Sommer besucht habe. So, von daher, ich glaube, das steht nirgendwo irgendwas Gegenteiliges. Ich persönlich glaube, ohne es verkostet zu haben, Wasser wurde hinzugetan. Oh, no! Aber Jason, bei Society Bottles machen sie es nicht. Naja, da steht auch nicht unbedingt drauf Natural Color, aber ich glaube, wir können davon ausgehen. An Nonchalant Filter steht auch nicht drauf. Können wir auch davon ausgehen. So, wie lief alles hier ab? Okay, erstmal muss man sich anmelden bei Springbank. Man muss Teil dieser Community werden. Ich fand 1488 Flaschen nicht wenig. Ich, ja. Denn es gab dieses sogenannte Ballot. Man hat ein Losverfahren. Man musste sozusagen erst einmal sich anmelden und sagen, ich werde bereit, jetzt hier 166 Pounds und 67 Cent zu bezahlen für ein 20 Jahre alter Long Row, was gut klingt. Und meine E-Mail kam dann dort am 29. August. Hey, dieses Society Ballot now live. Es fing an, es wurde geschlossen dann am 31. August, das war Mittwoch, um 14 Uhr, Zeit dort in Springbank. Und es steht hier einfach nur Long Row, 20 Jahre, 100% Bourbon matured und available via the Society Ballot. So. Gut, hier steht tatsächlich 200 Pfund. Dann gehen wir hin und dann merken wir, okay, ich habe mich angemeldet und das kostet dann tatsächlich hier für mich, weil ich im EU bin, in Deutschland, hat es nur 166,67 gekostet, allerdings 22 Pfund Versand. Und das musste ich vorher meine Kreditkarten einfach hinterlegen. Ich musste praktisch die Flasche kaufen mit Kreditkarten und ich bekam erstmal auf mein Handy eine Mitteilung von meiner Bank. Dein Konto, deine Kreditkarte wurde belastet mit, keine Ahnung, 200 und wie viel war das jetzt hier nochmal? Das war dann 231,47 €. Das war inklusive die Gebühren, die meine Bank genommen hat, inklusive der Umrechnung. Also, jo. Und dann kam die Meldung, jo, alles gut, du kriegst das. Und das war tatsächlich am 31. August. Erst 2 Wochen später, am 13. September, kam eine Meldung von Springbank. Vielen Dank, dass Sie hier bei Springbank eingekauft haben. Hier ist ein Tracking-Information. Die haben das weggeschickt mit DHL Express. Und bekomme ich eine Tracking-Nummer, wo ich das nachverfolgen kann. Und dann bekomme ich hier gleich dann einen Tag später von DHL die Aufforderung, dann Zoll zu zahlen. Ja, also Customs, bla 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 bla. Und das beläuft sich dann auf, in diesem Fall für diese Flasche, 67,03 €. Ich liste und zähle nicht alles auf. Also, das heißt, eine 200-Pfund-Flasche wird denn dort 298,50 € bis es auf meine Tür bei mir zu Hause ist. Aus 200 Pfund wurden praktisch 300 Euro. Also,
200 Pfund pro Jahr, 20 Euro Springbank, naja, naja. Aber man ärgert sich und ich ärgere mich immer wieder, einfach so viel jetzt hier zahlen zu müssen. Danke, Brexit. So ist das. Gut. Ja. Ich war dieses Jahr im Mai dort bei Springbank. Springbank. Ich werde es vergleichen mit einem 15-Jährigen. Ich muss irgendwie irgendetwas hier haben. Der 15-Jährigen mit 46%, das ist natürlich ein bisschen eher eine Sherry-Bombe. In diesem Fall, man merkt das. Und das war die 2020 Abfüllung. Da steht tatsächlich drauf. Wow, Jason, ich kann das nie lesen hier. So. Der, was auch immer, Januar, ich glaube 20. Und ich habe hier 20-05. So, wenn ich das richtig verstehe, also das sind wie viele Abfüllungen die hatten im Jahr. Das war der fünfte Bottling im Jahr 2022. Das hier ist unsere 158. Abfüllung im Jahr 2022. So, wenn ich das richtig jetzt langsam verstehe, wie sie diese Codes zusammensetzen hier. So, welche Abfüllung an deren Abfüllanlage dort abgefüllt wurde. Ja, Long Row ist der Heavily Peated. Wir haben den Hazelburn, also dreifach destilliert, kein Torf. Wir haben den Springbank, 2,18 ist das, glaube ich. Oder 8,1. Na, 8,1 ist Mordlach, 2,18, glaube ich. Das ist Springbank mit Lightly Peated und hier Heavily Peated ist unser Long Row. Ich und Pete, ja, ihr kennt das. Okay, nicht so mein Fan. Aber interessant, ich glaube, ich habe der Duty nur in Europa bezahlt und dennoch blieb die Aufkleber hier dran. Eigentlich hätten sie es überkleben müssen, rechtlich gesehen. Oder ich habe zweimal Alkoholsteuer dafür bezahlt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe dann, Springbank hat tatsächlich da eine Alkoholsteuer entgegengerechnet und nur in Deutschland das berechnet. So. Okay, das geht. Also ich kriege hier einen netten Zitrone-Moment. Also Birne, Vanille, Zitrus. Ja, der Rauch ist dezent im Hintergrund. Das ist einfach ein sehr angenehmer Moment. Ein kleines bisschen diese Maschinenraumöl. Ja, positiv überrascht. Echt, diesen Verwandt. Wesentlich süßer, süffiger, der Sherry-Moment, dieses Molasses, diese für uns Zucker-Rüben-Sirup kommt hier wirklich hier durch. Aber eine verwandte Charakter dann da, 15 gegen 20, also... Keine Ahnung, was momentan ein guter Preis ist für Springbank 15. Ich weiß, die Preise sind explodiert. Ob ich dran schuld bin, mit viele anderen Blogger, Vlogger auf dem ganzen Planet, wer weiß. Das war vorher so ein bisschen ein Geheimtipp. Springbank, lecker. Und dann kamen wir, Blogger, Vlogger, vor 10 Jahren und fingen an zu erzählen. Für 5 Jahren ging das ein bisschen los und dann in den letzten paar Jahren sind die Preise einfach durch die Decke gegangen, weil mehr Leute was haben wollen, als es denn überhaupt produziert wird. Ja. So. Bisschen seifig. Bisschen mineralisch. Cheers. Mein Kalibrierungswhisky hier. Die ganze Zeit denke ich, wo bleibt der Torf? Wo bleibt dieses Pam? Da ist ein leichter, netter Torfmoment hinten raus. Fruchtig, Birne, bisschen zu Kiwi. Da ist ein Moment von etwas was Altem da drin. Wow. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. So,
bei der einen oder anderen wird wahrscheinlich der Person sein, der sagt, Jason, warum hast du überhaupt dich denn angemeldet für dieser Los, wenn du sowieso nicht unbedingt Torf, Pete und Springbank liebst? Jo, also ich habe gedacht, und das habe ich auch gemacht, ich habe eine Flaschenteilung damit gemacht und es gibt viele Leute, die jetzt da, 12 glaube ich insgesamt, die jetzt hier ein Sample bekommen können. Nun, meine Gegenfrage ist, bei dir hätten sie auch ein Sample gekriegt? So, natürlich, also die Preise jetzt hier bei Whiskey Base, da fängt es mal 400 Euro an. 400 Euro, 485, 94, 25, 600 Euro. Also ich hätte es gerne, ich hätte es einfach reintun bei Krüger. Ja, meine 300 Euro hätte ich locker gekriegt. Also 350 denke ich schon. Also 10, 15% Rendite in 2 Monaten, nicht schlecht. Habe ich nicht. Ich mache die Dinge auf, ich verkoste sie, ich teile sie und ich mache einige Leute glücklich. Sogar unser Malbkanzlei, der Dirk, kriegt 10cl plus Altglas, weil ich ihn persönlich gleich in ein paar Tagen sehen werde, denn bei Nine Springs auf den Whisky, genau, Burgschar, Whisky Burg, denn da bei Nine Springs, Burgschar, nach. Schaffenstein, ja genau, Whiskyborg Schaffenstein, und da überreiche ich. Ich hasse Altglas abzugeben, ja. Aber für Dirk mache ich eine Ausnahme und er kriegt die Flasche. Er hat sowieso eine Woche lang der Springbank Distillery mitarbeiten dürften und von daher ich habe ihn sogar angeboten, als ich die Flasche gekriegt habe. Ich sage, hey, ich trete sie sogar gänzlich ab. Kriegst du. Also 1:1, ich würde nichts dabei verdienen. Würde dir gehören. Und er sagte, tut mir leid, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere, viel Geld. Er sagt, nö, aber ich mache mal die Teilung mit. So, also die ganze Flasche wurde nicht für 300 Euro, aber 10cl für, keine Ahnung, 45 oder was auch immer das ist, 45, nee, 48 irgendwie ist denn da drin. So, nochmal. Bisschen Zeit jetzt hier im Glas gegeben. Also ich habe Lemon Meringue, also ein bisschen so diese schöne Zitronen-Moment. Mit Maschinenöl. Als ob ich auf ein, also für mich dieser Maschinenöl-Moment ist, wo ich ein U-Booten besichtigt habe, wenn man irgendwie auf ein Schiff war, dann dort im Hafen und diese Maschinenraum Öl-Moment plus einfach mal ein Zitronenkuchen. In diesem Moment bin ich relativ sicher, dass es nicht Fassstärke ist. Ich glaube, ich war bei Springbank. Ich habe aus einem Fass, ich glaube, das war tatsächlich eine 20 Jahre alte Long Row da gehabt. Und erstens, es kam mir torfiger vor. Und zweitens, es kam mir alkoholischer vor. Das hier ist weich, schön. Alkohol ist da, aber ein bisschen runter verdünnt. Ist eine gute Sache. Ach, blind. Blind würde ich diese Whisky ein 3 bis 3 plus geben. Preislich, 300 Euro für diesen Geschmackserlebnis. 4 minus. Auf jeden Fall ist das hier nicht 300 Euro wert. Aber ich habe ein nettes Video rausgekriegt. Ich habe einige Leute glücklich gemacht. Und es ist schon eine, ja, fast eine Ehre, jetzt hier bei der Springbank Society dabei zu sein. Und immer wieder mal, nicht jedes Mal gewinne ich, aber immer wieder mal gewinne ich eine Flasche und darf sie mit unserer Community hier teilen. Willst du Teil dieser Community werden, kannst du zum Beispiel ein Superfan werden, dann dort bei Patreon oder auch dann hier bei YouTube einfach dieses Knopf drücken, da Mitglied werden. 1,19 Euro im Monat, 19% oben drauf, kommt Mehrwertsteuer, ist das Minimum, was man da bezahlen muss und das reicht. Oder einfach mal, hier ist ein Link unten, WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe.
meine Superfans haben erstmal eine Stunde Vorsprung. Die Flasche wurde da nicht gänzlich verteilt, kam in eine normale Gruppe und dort wurde die tatsächlich gänzlich verteilt. Das freut mich sehr. So, diesmal habe ich auch 3 CL angeboten. Das heißt, ich glaube, 2 CL gehören mir nur. Und ich habe die Arbeit und ich darf teilen und einige Leute glücklich machen. Im Gegensatz dazu der Springbank 15. Ehrlich gesagt, das gefällt mir besser. Das ist ein Säure mit da drin, der einfach mal heute bei mir nicht landet, nicht punktet. Jason, gefällt ein Long Row besser als ein Springbank? Schreib diese Buch in deinen Kalender, das war historisch. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Danke, dass ihr liked, abonniert und anderen erzählt von diesem verrückten Amerikaner, der sogar hier solche Flaschen aufreißt vor der Kamera und auch mit anderen teilt. Alles Gute, bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.